Willkommen bei PC Games Hardware, heute mit dem Zusammenhang zwischen CPU und Spannungswandlerkühlung. Zur Einführung, was ist überhaupt ein Spannungswandler? Nun, vereinfacht gesagt, ist ein Bauteil, das dafür sorgt, dass die 12 Volt, die das Computernetzteil produziert, auf die Spannung herabgeregelt werden, die der eigentliche Chip braucht. Gibt es auf Grafikkarten, gibt es auf Mainboards für die Verzögerung der Prozessoren. Gibt es natürlich auch noch vielen anderen Stellen, aber da spielt die Kühlung keine Rolle, weil es nicht so groß dimensioniert ist. Heute interessiert uns ganz konkret die Spannungswandlung auf Mainboards. Die muss, wie gesagt, die komplette CPU mit Strom versorgen. In unserem Beispielsystem ist das immerhin ein Xeon mit 150 Watt TDP. Das heißt, da fließt einiges an Strom durch. Und wie alle elektrischen Vorgänge arbeiten Spannungswandler nicht mit 100% Effizienz, sondern ich selbst habe es noch nicht messen können, weil es sehr aufwendig zu messen ist, aber es werden so Werte von 15-30% Ineffizienz genannt. Das heißt, wenn ich 150 Watt für die Versorgung der CPU benötige, habe ich an den Spannungswandlern schon eine Abwärme um die 30 Watt und das muss natürlich weggekühlt werden. Die dafür verantwortlichen Spannungswanderkühler findet man naheliegenderweise in der Nähe der CPU-Sockel. In unserem Beispiel haben wir hier ein Sockel 2011-System, das heißt, wir haben Quad-Channel-RAM und dementsprechend keinen Platz zwischen CPU-Sockel und I.O.-Bereich. Deswegen sind alle Spannungswandler oberhalb des Sockels konzentriert und hier sitzt auch der Kühler. Naturgemäß fällt auch der wiederum etwas kleiner aus, wegen dem Platzmangel. Gigabyte hat in diesem Fall mit einer vergleichsweise feinen Struktur, die man so heute nur noch selten auf Mainboards findet, gegengesteuert, um trotzdem eine ausreichende Oberfläche zur Wärmeabfuhr bereitzustellen. Nichtsdestotrotz ist die Spannungswanderkühlung aber gerade bei beschränktem Platzangebot prinzipiell ein Problem. Denn, wie man auch hier sieht, die Kühler kommen fast immer ohne eigenen Lüfter daher. Das ist in Anbetracht der Lautheit einiger älterer aktiver Lösungen auch durchaus zu begrüßen, führt aber natürlich dazu, dass dieser Kühlkörper ohne eigenen Lüfter darauf angewiesen ist, dass irgendwas in seiner Umgebung für einen Luftstrom sorgt und das ist natürlich in aller Regel der CPU-Kühler. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema dieses heutigen Videos. Die gibt es prinzipiell in zwei Bauformen. Das eine sind sogenannte Top-Down-Kühler, wie hier schon einmal montiert ist. Das heißt, der Lüfter sitzt oben auf dem Kühlkörper und bewegt die Luft durch den Kühlkörper in Richtung des Mainboards. Danach kommt es natürlich zwangsläufig an den Spannungswanderkühlern vorbei, weil wo sollte sie sonst hin? Die andere Lösung, die heutzutage wesentlich weiter verbreitet ist, weil sie normalerweise die CPU besser kühlt, sind sogenannte Towerkühler, meist so montiert werden, dass der Lüfter von der Gehäusefront her Luft ansaugt, durch die Kühlermähen bläst und nach hinten wieder raus. Und die Spannungswanderkühler liegen irgendwo darunter und kriegen relativ wenig von diesem Luftzug mit. Und das ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das eigentlich auf die Temperatur der Spannungswanderkühler auf, wenn ich die nicht mehr durch den Luftstrom des CPU-Kühlers direkt belüfte. Denn prinzipiell ist es natürlich so, dass die Mainboard-Hersteller sich am ehesten am Boxed-Kühler orientieren. Und der kommt ja typischerweise eben genau in dieser Top-Down-Bauweise daher. Um das ein bisschen näher zu messen, habe ich mal 4 verschiedene Kühler zusammengezogen. 2 Top-Down-Modelle, 2 Tower-Kühler, die beiden Tower mit 140 mm. Bei den Top-Down hatte ich ein bisschen weniger Auswahl, deswegen ist einer mit einem 120 mm Lüfter dabei. Die sind nun mal meistens für kompakte HT-PCs dimensioniert, wofür so ein 140 mm Monstrum nicht immer Platz ist. Die habe ich hier montiert, habe zusätzlich noch 2 Temperaturfühler zwischen den Spannungswanderkühlkörper und die Spannungswandler selbst geschoben. Also natürlich nicht direkt zwischen das hitzeentwickelnde Bauteil, sondern direkt daneben unter den Kühlkörper. Viel genauer kann man die Temperaturen leider nicht ermitteln, weil die Dinger keine integrierten Temperaturfühler haben. Die Messergebnisse habe ich hier mal in einem Diagramm zusammengefasst. Haben auf der Y-Achse die Spannungswandertemperatur. Und auf der X-Achse habe ich das Ganze mal mit der Lautheit der Lüfter aufgetragen in Zone. Einfach deswegen, zum einen habe ich, obwohl es hier Referenz zu finden ist, natürlich durch den 120er Kühler einmal einen anderen Lüfter verbaut als auf den anderen 3 Kandidaten. Zum anderen habe ich jeden mit 3 verschiedenen Drehzahlen gemessen. Und ich sag mal, die Lautheit bildet dann immer den besten Gegenwert zu der erreichten Kühlleistung. Wie man hier sehen kann, entspricht das Ergebnis nicht unbedingt den Erwartungen, die in diversen Foren so weiter verbreitet wird. Denn die beiden Top-Down-Kühler, hier in den bläulichen Farbtönen, einmal der Big White, einmal der Noctur, erreichen durchgängig höhere Spannungswandlertemperaturen als die beiden Tower-Kühler von Enermax bzw. Thermalright, die ich mitgetestet habe. Das gleiche Bild ergibt sich auch, wenn ich stattdessen den Serienlüfter einsetze. Hier haben wir jetzt natürlich deutlich größere Unterschiede in der Luftfördermenge. Deswegen auch wieder so ein bisschen auf den Bezug zur Lautheit und damit grob der bewegten Luftmenge achten. Aber auch hier zeigt sich, die besten Spannungswandertemperaturen habe ich mit dem Macho, also einem klassischen Towerkühler. Die schlechtesten hat in diesem Fall zwar der eher kleinere Enermax Towerkühler, aber der ist damit kaum schlechter als hier der große Top-Down-Kühler von Noctur oder aber der Top-Down von Be Quiet.
Wie ist das zu erklären? Die landläufige Meinung ist ja, der schöne große Top-Down-Kühler bläst die Luft wunderbar über die Spannungswanderkühler und sorgt damit für ordentlich Bewegung und bessere Kühlleistung. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, die Luft, die hier unten rauskommt, ist die, mit der die CPU-Abwärme schon abgeführt wurde. Das heißt, das ist vorgewärmte Luft und mit der kühlt sich es natürlich nicht wirklich gut. Das zeichnet sich auch ein bisschen im Diagramm ab. Mal gucken. Bei sehr niedriger Lautheit, das heißt sehr wenig Luftbewegung und dementsprechend hohen Ablufttemperaturen, schneiden die Top-Down-Kühler deutlich schlechter ab, wohingegen der Abstand bei etwas mehr Luftbewegung, bei größerer Lautheit, kleiner wird. Das verlängert sich auch noch, wenn ich wieder das Serienlüfterdiagramm nehme, wo wir prinzipiell schneller drehen, damit stärkere Lüfter haben, noch weiter. Hier, wenn man ihn voll aufdreht, erzeugt er in Noctur sogar mit die besten Spannungswandlertemperaturen. Das ist natürlich ein bisschen geschummelt, weil er hier auch einfach sehr viel Luftbewegung erzeugt, entsprechend der Lautheit. Aber die Luft hier, bei dieser hohen Strömungsgeschwindigkeit, verbringt natürlich nur kurze Zeit im eigentlichen Kühlkörper, heizt sich da gering auf und kann dann natürlich noch sehr gut die Spannungswander kühlen. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Geschichte. Warme, bewegte Luft kühlt zwar schlecht, aber immer noch deutlich besser als stehende Luft, denn die ist vielleicht anfangs kühl, aber das bleibt nicht lange so. Wenn ihr euch an das Testsystem erinnert, wir haben da einen 180 mm Lüfter etwas links von der CPU platziert. Der bläst natürlich auch Luft in Richtung der Spannungswander. Allerdings haben wir den ganz bewusst nur mit 300 Umdrehungen laufen lassen. Das heißt, der simuliert so eine Minimalgehäusebelüftung auf unserem Testsystem, reicht aber alleine für die Erklärung der Kühlleistung nicht aus. Dafür gibt es aber noch eine zweite Luftstromquelle, auch wenn man einen Towerkühler verbaut hat. Denn fast alle Towerkühler am Markt haben Lüfter, die nach unten über die Lamellen hinausragen. Das heißt, der erzeugt zwar einen deutlich geringeren Luftstrom über dem Mainboard als ein Top-Down-Kühler, der seinen gesamten Luftstrom darauf richtet, aber ein Teil der Luft geht am eigentlichen Kühler vorbei und kann dann auch die Spannungswander kühlen. Das ist sowohl beim Macho hier so, als auch beim Enermax. Und diese Luft hat einen ganz entscheidenden Vorteil, denn sie kommt direkt aus dem Lüfter und ist nicht vorgewärmt. Die Konkurrenz zwischen Top-Down und Towerkühler beruht also eigentlich nicht in keine Luft gegen warme Luft, sondern eher in viel warme Luft gegen ein bisschen kalte Luft. Und da 30 Watt Abwärme zwar zu viel sind, um sie nicht zu kühlen, aber noch nicht so viel, dass man wirklich große Luftmengen braucht, ist die kalte Luft, die am Towerkühler vorbeiströmt, offensichtlich die bessere Wahl. Zumindest nach meinen Messungen. Das Ganze trifft übrigens auch eingeschränkt auf Towerkühler zu, bei denen der Lüfter unten bündig abschließt. Bei 120 mm Modellen ist das durchaus öfters der Fall, aber zusätzlich kann Luft auch noch seitlich entweichen. Das ist auch wahrscheinlich mit der Grund, warum der Enermax bei der Messung mit Serienlüfter etwas schlechter abschneidet oder der Macho allgemein deutlich besser abschneidet. Denn wenn ich die beiden jetzt mein Profil nebeneinander stelle, dann sieht man, dass der Macho wesentlich tiefer baut. Im Verhältnis zur Sockelmitte sitzt sein Lüfter also weiter vorne. Und da unser Spannungswanderkühler ja seitlich daneben saß und auch ungefähr auf die Sockelmitte zentriert ist, heißt das, dass beim Enermax schlichtweg die Hälfte des Kühlers hier vorne sitzt, wo sie keinen Luftstrom abbekommt, der erst an der Seite entweichen kann, wohingegen der Macho einfach von weiter vorne bläst und damit in unserem Fall die Spannungswander besser kühlt. Hätten wir ein Mainboard gehabt, wo die Spannungswander vor allen Dingen zwischen dem Sockel und dem IO-Bereich liegen, also hinter dem Luftstrom des Towerkühlers, hätte man diesen Unterschied wahrscheinlich gar nicht so extrem messen können. Um diese Theorie zu überprüfen, habe ich mir noch ein zweites Mal den Noctur vorgenommen, denn der bietet dank seiner großzügigen Abmessung eine nette Möglichkeit. Man kann ihn nämlich nicht nur von oben montieren und nach unten blasen lassen, sondern man kann ihn auch da drunter hängen und nach oben blasen lassen. Und in dieser Bauform jetzt haben wir nämlich ungefähr die Luftbewegung eines Top-Down-Lüfters, beziehungsweise jetzt halt Bottom-Up. Die Luft wird halt unten angesaugt und muss, um da unten hinzukommen, auch zu einem gewissen Teil Spannungswandern vorbei. Die vorgewärmte Luft wird aber nach oben weggeblasen und kann die Temperatur des Spannungswanders nicht erhöhen. Messergebnisse habe ich hier mal zusätzlich eingetragen. Die dunkel-lila Linie hier im direkten Vergleich zur türkisen Linie vom gleichen Kühler mit der normalen Lüfterposition ist jetzt also die interessante. Und wie man hier schon sehen kann, im Bereich mit starker Luftströmung überschneiden die sich sogar. Das heißt, wenn ich den Lüfter voll aufdrehe, jetzt ist es auch der gleiche Lüfter für beide Messungen, nicht mehr irgendwie zum anderen gleich der Unterschied im Förderbogen, sondern wirklich der gleiche. Also mit voll aufgedrehtem Lüfter kühlt der Noctur-Kühler in der Top-Down-Position sogar besser als Bottom-Up. Das heißt, hier wird so viel Luft befördert, dass die Erwärmung der Luft eigentlich gar keine Rolle spielt. Wenn ich die Drehzahl und die Lautheit aber senke, verkehrt sich das ins Gegenteil. Jetzt kommt hier
bei diesen Messungen relativ warme Luft aus dem Kühlkörper und strömt in großer Menge über die Spannungswandlerkühler, ist aber eben schon warm. Hier wird die gleiche Menge Luft vom Lüfter bewegt, strömt aber nicht ganz so effizient an den Spannungswandlerkühlern vorbei. Im saugenden Betrieb ist es einfach weniger gerichtet. Deswegen hat er hier noch etwas schlechter gekühlt. Aber hier habe ich jetzt zwar immer noch eine etwas geringere Menge an Luft, die die Spannungswandler kühlt, aber sie ist einfach deutlich kälter. Und damit erreiche ich Temperaturen, die dann durchaus auch schon in die Nähe des Machos kommen und vor allen Dingen deutlich besser sind als bei dem Towerkühler von Enermax. Das heißt, die Kombination aus kühler Luft und viel bewegter Luft, die kühlt richtig gut. Die Kombination aus kühler Luft und ein bisschen bewegter Luft in gesaugtem Zustand, auch beim Bottom-Up-Kühler zu finden, die ist optimal für die Spannungswandlerkühlung. Insgesamt muss man dazu sagen, alle gemessenen Temperaturen sind weit im grünen Bereich. 60, 65 Grad sind für Spannungswandler, die zum Teil für über 100 Grad Celsius spezifiziert sind, überhaupt kein Problem. Zumindest bei den hier getesteten Kühlergrößen ist die Frage, sind Tower- oder Top-Down-Kühler besser für die Spannungswandler, also rein akademischer Natur. Wer in engen Gehäusen kleinere Kühler einsetzt, für den wäre es vielleicht eher von Bedeutung. Da muss man sich halt nach meinem Messer geben sagen, die pauschale Empfehlung für Top-Down, die oft gegeben wird, kann ich nicht bestätigen. Man sollte das Ganze aber mit den Bedingungen im jeweiligen Gehäuse abgleichen. Wenn ich zum Beispiel einen sehr flachen HT-PC habe, wo der Lüfter eines Top-Down-Kühlers die Luft unmittelbar aus einer Lüfteröffnung im Gehäusedeckel ansaugen kann, dann habe ich natürlich ganz andere Verhältnisse, denn hier fördere ich auch zusätzlich kühle Außenluft ins System, die ein sehr kleiner Towerkühler, der dann ohnehin wahrscheinlich noch mit einem sehr kleinen Lüfter arbeiten müsste, gar nicht zur Verfügung hätte. Das heißt, hier ist dann eher die Frage bei so kompakten Systemen, wie sieht die Systemkühlung aus? Das kann man nicht mehr nur auf den Prozessorkühler reduzieren.